the sun, kick off your shoes and have some fun. Sexy Spirit Lifestyle Podcast. Der Podcast für alle sexy Spirits, die ihrem eigenen Herzen folgen, ihr Leben genießen und ihren Körper wertschätzen. Ich bin Natascha Zimmermann und ich freue mich, dass du dabei bist. Oh yeah, we could fly so high, so high. You and I won't let this moment pass us by. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist und danke. Denn genau darum geht's auch in der heutigen Episode, und zwar um Dankbarkeit. Und ich möchte dir heute 5 Dinge zeigen, für die es sich lohnt, dankbar zu sein. Das heißt, wenn du vielleicht ein Dankbarkeitsjournal führst oder ähnliches oder versuchst, dich in Dankbarkeit zu üben, aber dir manchmal denkst, ach, wofür soll ich schon dankbar sein, habe ich hier ein paar wirklich, wirklich gute Tipps für dich. Aber zuerst machen wir mal ein Experiment miteinander, um dir nämlich zu zeigen, wie sich Dankbarkeit anfühlt. Und dafür denke jetzt einmal ganz bewusst an irgendeine Beschwerde, die dich plagt. Vielleicht hast du Schmerzen, vielleicht hast du irgendeine Blockade, die die Schmerzen verursacht. Denk einmal ganz, ganz bewusst daran. Spüre dich richtig in deinen Schmerz hinein. Denke daran, welche Aktivitäten du nicht mehr ausführen kannst, weil du diese Beschwerden hast. Fühl dich noch ein kleines bisschen in diese Beschwerden hinein, in diese Schmerzen, in dieses Gefühl, dass du diese Schmerzen haben musst. Wie fühlst du dich dabei? Wahrscheinlich nicht so gut, oder? Vielleicht hat sich der Schmerz sogar in dieser kurzen Zeit, in der du an ihn gedacht hast, sogar noch verstärkt. Und jetzt überleg dir einmal, wie oft du an deine Beschwerden denkst. Kreisen deine Gedanken vielleicht sogar mehrmals täglich um dieses Thema? Führst du dir immer wieder vor Augen, wie schlecht es dir geht, und kämpfst du gegen deine Beschwerden an, indem du dich täglich damit auseinandersetzt und nach einer Lösung deiner Probleme suchst? Wie wäre es, wenn du einfach damit aufhören würdest? Bevor du jetzt Einspruch erhebst, machen wir noch eine kleine Übung. Wir wollen nämlich dieses schlechte Gefühl wieder loswerden. Schließe bitte deine Augen und denke jetzt an irgendeinen Platz, an dem du dich ausgesprochen wohlfühlst. Zum Beispiel an das Meer, an die Berge oder an eine Blumenwiese. Stell dir vor, wie du dich an diesem Ort befindest, an deinem persönlichen Kraftort, an deinem Lieblingsort, der dir so viel Energie gibt. Stell dir vor, es geht dir gut. Du bist vollkommen beschwerdefrei. Keine Schmerzen, keine Verspannungen, keine Probleme, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Alles ist einfach perfekt. Du befindest dich in deinem Wunderland. Alles ist toll, alles ist perfekt. Es sind nur positive Dinge an diesem Ort. Du genießt die frische Luft, die Sonne kitzelt deine Nasenspitze und du fühlst dich einfach nur pudelwohl. Fühl dich noch ein bisschen länger in diese Situation hinein. Wie geht's dir? Wie geht's dir an deinem wundervollen Ort, an dem alles gut ist? Mach die Augen wieder auf. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du entspannter und besser gelaunt? Das hast du alleine nur durch deine Gedanken geschafft. Es hat sich nichts verändert. Deine Situation ist noch immer genau die gleiche, aber du hast an etwas Schönes gedacht und fühlst dich dadurch automatisch besser. Das kann jeden Tag so sein, jede Stunde, jede Minute und jede Sekunde. Es geht einfach nur darum,
woran du denkst und worauf du dich fokussierst. Deshalb sei dankbar. Wenn du dankbar bist für das, was du hast, kannst du gar keine negativen Gedanken mehr haben. Die Dankbarkeit ist das stärkste Instrument, das wir haben. Übe dich in Dankbarkeit und deine schlechte Laune wird verschwinden. Dieses gute Gefühl wird sich auf deinen gesamten Körper auswirken. Du wirst lockerer, entspannter und voller Lebensfreude sein. Um dich in Dankbarkeit zu üben, ist es gut, dir vor Augen zu halten, was du alles hast. Aber vorher möchte ich dir noch eine kleine Geschichte erzählen, um dir nämlich zu zeigen, warum diese Dankbarkeit so enorm wichtig ist und so, so viel bewirken kann. Und zwar war das während meiner Pranic Healing Ausbildung. Wir haben da eine kleine Übung gemacht. Da ist die Lehrerin mit einer Schülerin rausgegangen, hat den Raum verlassen und wir wussten nicht, was sie besprechen. Danach sind sie wieder zurückgekommen und wir sollten die Aura testen. Und sie hatte plötzlich, also die Schülerin, wir anderen haben die Aura getestet, wie stark sie ist und wie ausgeprägt sie ist. Und die war ganz, ganz klein. Es war eine ganz kleine Aura, ganz, ganz, naja, nicht so ausgeprägt und nicht so leuchtend und kraftvoll. Dann wurde uns gesagt, dass sie an ein negatives Ereignis gedacht hat. Als nächstes ging die Lehrerin wieder raus, hat wieder mit der Schülerin gesprochen. Wir haben nichts mitbekommen. Schülerin kam wieder zurück, Lehrerin auch. Und wir haben wieder ihre Aura gemessen. Und plötzlich war die Aura so extrem stark und kraftvoll und voller Energie. Es war eine wirklich wunderschöne Energie, die da zu spüren war. Und weißt du, woran sie diesmal denken sollte? Einfach nur an das Wort Danke. Das Wort Danke ist tatsächlich das größte und schönste und positivste Wort, an das wir denken können. Auch Liebe ist ein schönes Wort, ja natürlich ein sehr kraftvolles und starkes Wort. Aber Danke ist tatsächlich das größte Wort und somit auch die größte Emotion in Wahrheit. Wenn wir Dankbarkeit verspüren, ist das die positivste Form von Energie, die wir in uns aufnehmen können. Und deshalb jetzt die fünf Dinge, für die es sich lohnt, dankbar zu sein. Erstens, du kannst für deine gesunden Zellen dankbar sein. Und zwar für jede gesunde Zelle in deinem Körper. Da sich in unserem Körper ziemlich viele Zellen tummeln, ist es anfangs vielleicht einfacher, für jedes gesunde Organ und Körperteil dankbar zu sein. Sind deine Augen gesund? Und kannst du mit ihnen wundervolle Farben und Formen sehen? Dann sei dankbar dafür. Sind deine Ohren gesund und kannst du Musik und Gespräche hören? Dann sei dankbar dafür. Ist deine Leber gesund und gibt sie ihr Bestes, um deinen Körper täglich zu entgiften? Sei dankbar dafür. Hast du gesunde Beine und kannst damit gehen, laufen und springen? Dann sei dankbar dafür. Denk ein bisschen darüber nach, was in deinem Körper sonst noch einwandfrei funktioniert. Dein Körper hat bestimmt viele Zellen zu bieten, die jeden Tag ihre Arbeit verrichten, um dich am Leben zu erhalten. Sei dankbar dafür. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Der zweite Tipp: Sei dankbar für die Menschen in deinem Leben. In deinem Leben gibt es doch bestimmt mindestens einen Menschen, der für dich da ist und auf den du dich verlassen kannst, den du nicht missen möchtest. Sei dankbar für diesen Menschen. Gibt es vielleicht Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, die dir das Leben einfach, naja, ein wenig versüßen, nur weil sie da sind? Dann sei dankbar dafür. Du kannst wirklich für jeden Menschen auf dieser Welt dankbar sein, der dein Leben in der Vergangenheit auf irgendeine Art und Weise bereichert hat. Oder auch deine Gegenwart, vielleicht deine Zukunft. Hat dich heute jemand angelächelt, den du gar nicht kennst?
und gab dir dieses Lächeln ein gutes Gefühl? Dann sei dankbar dafür, diesen Menschen getroffen zu haben. Das dritte Ding, für das du dankbar sein kannst, ist vielleicht für nicht ganz so selbstverständliche Dinge. Manches in unserem Leben sind wir so sehr gewohnt, dass wir sie als selbstverständlich erachten. Das sind sie aber nicht. Denk zum Beispiel an saubere Sanitäranlagen. Nicht überall auf der Welt hat man die Möglichkeit, sich auf eine saubere Klobrille zu setzen und die Türe hinter sich zu schließen. So banal das vielleicht auch klingt, aber wenn du jeden Tag die Möglichkeit hast, ein sauberes WC zu benutzen, dann sei dankbar dafür. Hast du eine eigene Dusche, eine eigene Badewanne oder sogar ein eigenes Badezimmer? Dann sei dankbar dafür. Steht in deiner Küche ein Herd, auf dem du dir deine Mahlzeiten zubereiten kannst? Hast du überhaupt eine Küche? Einen Kühlschrank, in dem du Lebensmittel aufbewahren kannst? Auch das sind Dinge, für die du dankbar sein kannst. Hast du ein Bett zum Schlafen? Eine Decke, die dich wärmt? Einen bequemen Kopfpolster? Dann sei auch dafür dankbar. Wenn du beginnst, darüber nachzudenken, was du bisher als selbstverständlich angesehen hast, fallen dir bestimmt noch viel, viel mehr Dinge ein, für die du dankbar sein kannst. Das vierte Ding ist die Arbeit anderer Menschen. Wann hast du dir zum letzten Mal bewusst gemacht, wie sehr du auf die Arbeit anderer Menschen angewiesen bist? Noch nie? Na dann wird's aber Zeit. Wo würdest du zum Beispiel wohnen, wenn es weder Architekten noch Baumeister geben würde? Wie würde die Sache mit unseren sauberen Sanitäranlagen aussehen, wenn wir keine Installateure hätten? Wie kämen wir zu Licht, wenn es keine Elektriker gäbe? Wie würden unsere Straßen aussehen, wenn sich niemand um deren Sauberkeit kümmern würde? Hätten wir überhaupt Straßen, wenn sie niemand bauen würde? Und was würdest du essen, wenn es keinen Bäcker, Metzger, Bauern etc. gäbe? Wo würdest du deine Nahrung beschaffen, wenn es keine Verkäufer gäbe? Wie kämen wir zu Obst und Gemüse, wenn es keine Feldarbeiter geben würde? Wie würde deine Wohnung aussehen, wenn es keine Tischler und Maler geben würde? Nimm dir auch hier einmal die Zeit, dir zu überlegen, wie viele Menschen dafür verantwortlich sind, dass du hast, was du hast und lebst, wie du lebst. Und dann sei dankbar dafür. Das fünfte Ding, wofür du dankbar sein kannst, ist die Natur. Es ist doch einfach wunderschön, morgens von den ersten Sonnenstrahlen geweckt zu werden. Die Vögel zwitschern, es weht eine leichte Brise. Schön, oder? Auch ein schöner Sommerregen hat etwas für sich. Der Geruch von frisch gemähtem Gras, ein Spaziergang im Wald, eine verschneite Winterlandschaft. Die Natur gibt uns so, so vieles. Und dafür lohnt es sich allemal dankbar zu sein. Außerdem achten wir auch unsere Natur noch mehr, wenn wir sie wieder bewusst wahrnehmen und dankbar für sie sind. Wenn es dir trotzdem schwerfällt, sei dankbar für die Luft, die du atmest und die dich am Leben hält. Du siehst schon, diese Liste könnte man unendlich fortsetzen. Du musst also wirklich nur ein bisschen kreativ sein, wenn es darum geht, wofür du dankbar sein kannst. Und dann notiere dir vielleicht am besten jeden Tag 10 Dinge, für die du dankbar bist. Oder auch nur 5 oder auch nur 3. Hauptsache, du empfindest diese Dankbarkeit auch. Weil genau darum geht es. Es geht nicht nur darum, oh, was gibt es denn da jetzt für Dinge, für die ich jetzt dankbar sein könnte. Nur das einfach niederzuschreiben, ohne auch wirklich Dankbarkeit zu fühlen, wird dir nichts bringen. Das versetzt dich ja nicht in das Gefühl der Dankbarkeit. Ja, natürlich auch schon das Schreiben, also nichts bringen, nehme ich jetzt wieder zurück. Weil auch das Schreiben alleine wird dir schon etwas bringen, ja, weil es ja doch aufgenommen wird, du siehst, was du schreibst und du machst diese Bewegung und bla bla. Aber was am allerwichtigsten ist, ist eben, dass du wirklich dieses Gefühl der Dankbarkeit in dich aufnimmst und in dich lässt.
Und am besten ist es, wenn dich diese Dankbarkeit auch den ganzen Tag über begleitet. Wenn du in den kleinsten Dingen Dankbarkeit empfindest für die kleinsten Dinge, für alle möglichen Ereignisse, Erlebnisse, für Dinge, die dir begegnen, wenn du einfach ein bisschen Achtsamkeit und Bewusstsein dafür schaffst, wofür du alles dankbar sein kannst. Und falls es dir jetzt noch immer schwerfällt oder du Unterstützung brauchst, um tatsächlich dran zu bleiben und auch immer wieder erinnert zu werden, hey, Dankbarkeit, Dankbarkeit, dann habe ich einen Buchtipp für dich, und zwar The Magic. The Magic ist aus der Reihe von The Secret und ich fand dieses Buch unglaublich toll. Ich habe das gemacht und ich muss wirklich, also das ist ein Arbeitsbuch eigentlich. Also du kriegst da jeden Tag eine Übung, die du machen darfst und eine neue Übung, wie du wieder mehr Dankbarkeit in dein Leben lassen darfst. Ich fand das ja magisch, wenn man so möchte, wenn schon The Magic heißt. Es war wirklich schön, was sich da in meinem Leben verändert hat, einfach nur durch dieses tägliche Dankbarsein, durch dieses Ritual der Dankbarkeit, auch wenn es jeden Tag andere Übungen waren. Und nach dem Lesen des Buches habe ich mir dann einfach die Übungen, die mir besonders gut gefallen haben, herausgenommen und habe sie weiterhin jeden Tag in mein Leben integriert. Was wirklich schön ist. Auch heute fallen mir noch in manchen Situationen einfach Übungen ein und ich denke mir, ach, das mache ich jetzt gleich. Also, so quasi dafür kann ich ja auch dankbar sein. So ein paar Übungen sind dann eben hängen geblieben, die jetzt einfach automatisch da sind und die ich automatisch schon mache. Also, wo ich automatisch gleich, wenn da ein kleiner Auslöser kommt, wird die Gewohnheit der Dankbarkeit ausgelöst. Aber wirklich dieses Gefühl der Dankbarkeit, was unglaublich schön ist. Also wenn dich das interessiert, dann The Magic einfach in Amazon oder wo auch immer eingeben. Da wirst du dann schon das richtige Buch finden. Genau, das gehört zur Reihe eben, wie gesagt, von The Secret. Schaut auch in etwas aus vom Einband her. Also du wirst schon das Richtige finden. Wenn nicht, gehst du einfach auf meine Webseite nataschazimmermann.com und suchst dir den Beitrag zu dieser Episode aus. Da habe ich dir nämlich das Buch verlinkt. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Dankbarkeit und danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Fühl dich pudelwohl. Oh yeah, we could fly so high, so high. Mehr über deinen sexy Spirit Lifestyle findest du auf meiner Webseite nataschazimmermann.com. Pass us by.